Die Bankenkrise ist bereits vorbei. Das sagt kein Geringerer als Andreas Beck, der Portfolioverwalter und Mathematiker, der Inbegriff eines rationalen Menschen, könnte man sagen, nicht zufällig Mathematiker. Und diese rationalen Menschen haben natürlich viele Vorteile, weil sie sehr klar sind, weil sie die Dinge auf den Punkt bringen. Vielleicht fehlt es dann manchmal an Assoziation, Kreativität, also eher diesen künstlerischen Aspekten, aber Schwamm drüber. Jedenfalls habe ich hohe Achtung vor Andreas Beck, das sei mal vorausgeschickt. Allerdings glaube ich, dass er damit irrt mit dieser These, die Bankenkrise ist vorbei. Und warum, das will ich jetzt in diesem Video zeigen. Gestern bei Mario Lochner dieses Interview, die Krise ist schon vorbei. Eigentlich war es gar keine Krise, hat er gesagt. Das war, naja, so ein bisschen ein Unfall. Und jetzt muss man natürlich wissen auch, Andreas Beck ist Portfolioverwalter, das heißt, er verwaltet größere Summen anderer Menschen und das ist eine sehr schwierige Aufgabe, um die ich ihn nicht beneide. Das ist wirklich ein hartes Brot, aber natürlich verändert das auch das Bewusstsein. Wenn ich also letztendlich long-only bin, wie Andreas Beck das offenkundig ist, dann hat das natürlich Einfluss auf meine Wahrnehmung. Bei mir ist das nicht der Fall, wie manche vielleicht wissen, ich verwalte keine Gelder fremder Leute, ich bin nur mir selbst verantwortlich. Dementsprechend kann ich vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, weniger beeinflusst von meinen auch Geschäftsinteressen die Dinge sehen. Jedenfalls sagt Andreas Beck, die ganze Geschichte ist vorbei. Das hat er übrigens auch bei der Inflation kürzlich gesagt und musste dann einräumen, ich habe mich geirrt. Nun wissen wir nicht, ob die Bankenkrise wirklich vorbei ist, also ob Andreas Beck recht hat oder ich mit meiner These. Aber das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Die Inflation übrigens scheint nicht vorbei. Wir hatten vor wenigen Minuten neue Daten zur Inflation in Großbritannien. Viel, viel höher wieder als erwartet. Das ist ein Stück weit in Böse. Das ist Omen in Sachen Inflation. Warum ich denke, dass diese Bankenkrise nicht vorbei ist, ist erstens, weil vor allem diese mittelgroßen US-Banken faktisch kein Geschäftsmodell mehr haben. Sie sind nicht in der Lage, die Zinsen, die man mit sicheren Investments in Staatsanleihen, auch kurzlaufenden Staatsanleihen erzielen kann, denen Konkurrenz zu bieten. Das heißt, sie leiden unter Ausflüssen und sie haben eben das große Problem, dass sie kaum Staatsanleihen und kaum Mortgage-Backed Securities im Depot haben, die sie bei der US-Notenbank Fed als Sicherheit hinterlegen könnten. Das bedeutet, dass wir ein Bankensterben sehen in dieser Kategorie hin zu den immer größeren Banken. Die Gelder werden abgezogen zu JP Morgan und Co. Dadurch entstehen Klumpenbanken, Riesenbanken, Klumpenrisiken, viel too big to fail. Und diese regionalen Banken, diese mittelgroßen Banken, die sind dominant vor allem im Immobiliensektor. Und das wird noch ein Riesenthema, dazu gleich mehr. Die nächste Problembank, die jetzt hier im Feuer steht, das ist ja die First Republic. Und jetzt war es ja so, dass gestern sich die Bosse der großen US-Banken getroffen haben, um zu beraten, wie kriegen wir da die Kuh vom Eis. Die Bank gibt es seit 1985, by the way. Und ich hatte gestern anhand der Signature Bank gezeigt, wie schnell das gegangen ist. Da sind in wenigen Stunden etwa 30 Milliarden von den Kunden abgezogen worden bei der Signature Bank, die dann versucht hat, frische Liquidität sich noch zu besorgen. Und dann kam das Wochenende dazwischen, deswegen scheiterte die Bank. Das heißt, wir sehen, wie in Windeseile solche elektronischen Bankruns passieren können. Jetzt jedenfalls scheint die Sache mit der First Republic ein bisschen komplexer zu sein. Keine Bank hat sich bereit erklärt, hier First Republic zu kaufen. Jetzt versucht man über McKinsey und eine andere, Lazard und eine andere Beratungsfirma mit ins Boot zu holen, um diese ganze Geschichte irgendwie hinzukriegen. Die Aktie der First Republic Bank jedenfalls nachbörslich ziemlich wieder unter Druck, nachdem es gestern ja fast 50% nach oben gegangen war. Ein anderer Punkt, warum es aus meiner Sicht noch lange nicht vorbei ist mit der Bankenkrise, ist, dass die Kollateralschäden der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wohl noch lange Fortwirkung haben, nämlich vor allem bei diesen sogenannten nachrangigen Anleihen. Wir sehen jetzt, Banken ziehen Deals zurück, Angst friert den Markt für Junk Debt komplett ein. Das heißt, wir haben hier praktisch einen Kreditmarkt, der versiegt, eine Geldleihquelle, die komplett versiegt. Das gilt für vor allem eben diese nachhaltigen Anleihen, die vorwiegend in US-Dollar notieren, 173,6 Milliarden eines insgesamt 250 Milliarden großen Marktes, nur 77,6 notieren in Euro.
Und hier sehen wir mal weltweit, ich hatte das gestern schon gezeigt, wie die Renditen für diese nachrangigen Anleihen von Banken massiv nach oben gegangen sind. Klar, man sagt sich, wenn eine andere Bank in Schwierigkeiten kommt, dann bin ich als Halter nachrangiger Anleihen total gefährdet. Also verlange ich viel, viel höhere Risikoprämien, als hätte es viele Zinsanhebungen an einem einzigen Tag gegeben, so ein Banker, der das kommentiert. Das heißt, wir haben nach wie vor kompletten Stress im Bankensystem. Von Beruhigung aus meiner Sicht nichts zu sehen. Und das ganze Problem ist, wie Peter Schiff hier, glaube ich, richtigerweise bemerkt, strukturell bedingt. Warum? Die Fed hat die Zinsen auf Null gesenkt und die Bankenregulatoren haben den Banken im Grunde gesagt, ja, haltet Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities, also hypothekenbesicherte Anleihen, die die Fed ja selber gekauft hat, damit die Blase am Immobilienmarkt noch weiter aufgepumpt hat, als die Preise schon massiv explodiert waren. Jedenfalls diese Staatsanleihen und diese Mortgage-Backed Securities, die wurden praktisch bilanziell bevorzugt für die Banken. Das heißt, die mussten sie nicht Mark-to-Market bilanzieren, mussten also nicht wie bei anderen Assets eventuelle Verluste dann auch abschreiben. Also im Grunde ist das politisch gewollt gewesen, was da passiert ist. Wie gesagt, die mittelgroßen Banken konnten da hier reinsteigen. Hier die Silicon Valley Bank, die hatte Mortgage-Backed Securities, die sie als Sicherheit hinterlegen wollte, hat sich da massiv rein investiert. Und das Problem ist eben dann, als die Fed erkannte, dass die und andere Notenbanken, dass die Zinsen steigen müssen, weil die Inflation zu hoch ist. Und dann verloren diese Papiere an Wert. Das heißt, die Regulatoren haben die Banken in eine Situation gebracht, die für sie gefährlich ist. Und würden sie jetzt sozusagen diese Anleihen liquidieren müssen, dann wäre ein Großteil ihrer Kapitalpuffer komplett weg. Das müssen sie ja nicht, weil die Fed dann gesagt hat, okay, wenn ihr Staatsanleihen habt oder Mortgage-Backed Securities, dann könnt ihr die zu 100% Nennwert bei uns hinterlegen. Also praktisch die Verluste werden hier kaschiert werden, ignoriert, könnte man sagen. Damit versuchte man, die ganze Geschichte zu beruhigen. Aber wie gesagt, das große Problem dieser mittelgroßen und kleineren Banken in den USA ist, dass sie keine Staatsanleihen und keine Mortgage-Backed Securities haben. Diese Konzentration Richtung Großbanken, die geht weiter. Hier ist es so, dass ja die Großbanken in diesen sogenannten Reverse Repos sich Cash besorgen. Und hier sehen wir, die Banken bekommen von der Fed pro Tag zwischen 650 und 700 Millionen Dollar, die die Fed den Banken an Zinsen zahlt für ihre Geldeinlagen. Das heißt, die Großbanken werden immer größer, die sind die großen Profiteure. Deswegen, wenn Jamie Dimon hier, wie die Wirtschaftswoche berichtet, wieder sich segensreich versucht, hier für den Bankensektor einzusetzen, dann ist das, naja, ein bisschen scheinheilig, möchte ich sagen, denn er ist ohnehin der ganz, ganz große Profiteur, der diese Situation letztendlich auch weitlich ausgenutzt hat. JP Morgan hat aktiv Kunden angerufen, die Konten bei der Silicon Valley Bank hatten. Das darf man nicht vergessen. Jetzt nochmal zur Bedeutung dieser mittelgroßen und Regionalbanken. Das ist das große Problem. Sie sind vor allem im Immobilienbereich sehr gut drin, vor allem im Commercial Real Estate Bereich mit 67%, also gut zwei Drittel aller Kredite in diesem Gewerbeimmobiliensektor kommt von diesen Banken. Und jetzt haben wir die Situation, dass aufgrund des Game Changers durch Corona eben hier diese Bürokomplexe, Firmenkomplexe weniger stark genutzt werden. Firmen versuchen ein bisschen runterzufahren, um ihre Kosten runterzufahren, was die Flächen betrifft. Und wir sehen hier schon bei nachrangigen Anleihen BBB-, also wirklich schon hochriskant. Da ist die Sache komplett im Sinkflug. Die Preise für diese Gebäude, die sinken und 1,5 Billionen an Krediten müssen in dem nächsten Jahr refinanziert werden. Das werden diese Banken kaum schaffen, das werden die Kunden dieser Banken kaum schaffen. Hier also eine Achillesferse, man ist auch im privaten Residential Real Estate Markt mit dabei mit 37%. Man ist also hier wirklich dick im Geschäft, ist ein wesentlicher Kreditgeber in den USA, 38% aller Kredite. Wir kommen über solche Banken. Und wenn wir nochmal kurz zur Silicon Valley Bank
zurückkommen. Jetzt meldete Bloomberg, dass sich hier Insider selber massive Kredite gegeben haben, ein Vielfaches dessen, was vorher der Fall war, in den letzten Monaten vor der Pleite. Man hat sich dann ja, oder man hat ja den Mitarbeitern noch Boni ausgeschüttet. Die Mitarbeiter wie der CEO und so weiter, die haben auch nicht lange vorher der Pleite noch eigene Aktien verkauft. Jetzt hat man hier also sich selbst massive Kredite gegeben und möglicherweise diese Kredite besichert mit den Aktien der Silicon Valley Bank. Wenn du für eine Bank arbeitest an führender Stelle, hast du ja meistens auch Aktien dieser Bank. Die hat man wahrscheinlich als Sicherheit hinterlegt. Die ist jetzt bei Null. Das könnte noch eine lustige Geschichte werden. Jetzt kommen wir mal zur anderen Geschichte, warum ich dieser Rallye nicht traue. Dauerbär Fugmann, ja. Aber schauen wir uns mal an, was hier eigentlich los ist. Wir haben gestern etwa die Rendite der zweijährigen deutschen Anleihe 26 Basispunkte gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit der Finanzkrise. The Price Stability. Und der Preis ist wirklich stable, wie wir hier sehen. Das heißt, wir sehen extreme Bewegungen an den Anleihenmärkten. Vorher die Renditen geradezu gecrashed im Rahmen der Bankenkrise. Jetzt sagen sich die Märkte, naja, vielleicht ist die Bankenkrise schon vorbei. Dann haben wir wieder das alte Schema mit Inflation und den Zinsanhebungen. Daher dieser Rebound bei den Renditen gestern. Und hier sehen wir mal die Bond Market Volatility, also die Volatilität, die Schwankungsbreite, die gemessen wird im Move Index, ist jetzt fast so hoch wie in der Finanzkrise. Wenn wir das Ganze mal in einen historischen Kontext stellen, dann ist es auf jeden Fall höher als im Corona Crash. Es ist nicht so hoch wie in der Finanzkrise, aber es ist höher als bei der LTCM Krise, diese Hedgefonds, der kippte und dann eine gewisse Panik damals in den 90er Jahren ausgelöst hat. 97 war es, glaube ich. Also wir haben hier massive Volatilität am Anleihenmarkt. Jetzt vergleichen wir mal den Anleihenmarkt oder die Volatilität des Anleihenmarktes mit dem S&P 500. Und wir sehen, da hat sich eine Riesenkluft aufgetan in diesem, im Vergleich zwischen der Volatilität am Anleihenmarkt und dem S&P 500. Normalerweise kongruiert das schon immer relativ stark, wie Sie hier in diesem Chart sehen. Manchmal weicht es ab, aber so wie jetzt, so eine Abweichung haben wir eigentlich noch nicht gesehen. Das heißt, die Anleihenmärkte sind hochnervös, die Aktienmärkte sind es scheinbar nicht. Warum? Weil sie sich sagen, ah, siehst du, dann haben wir doch bald wieder Zinssenkungen, ist doch alles gut, also kaufen wir Tech dazu gleich mehr. Das große Problem jetzt aber, warum es vielleicht so sein wird, dass die Fed immer wieder interveniert mit Hilfsmaßnahmen, aber eben nicht die Zinsen senken kann, ist, dass bei den letzten geldpolitischen Lockerungen, als die Fed auf eine Krise reagierte, etwa 2011 mit dem QE oder 2019, 2020, als Paul alles zurücknahm, was er vorher gesagt hatte, Autopilot, weitere Zinsanhebungen, da lag die Inflation immer unter 4%, jetzt sind wir bei 6%, das heißt, die Fed hat nicht die Möglichkeit, derzeit mit Zinssenkungen etwa diese ganze Geschichte zu beruhigen, und die würden versuchen, diesen Bankenmarkt zu stabilisieren. Das wird schwierig genug, wie gesagt, weil das Geschäftsmodell eigentlich vor allem dieser mittelgroßen und kleineren Banken kaputt ist. Aber sie können jetzt nicht, ohne komplett ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren und die Inflation weiter anzuheizen, jetzt das Gegenteil von dem tun, was sie vorher getan haben. Und wir sehen, dass die Credit Spreads, also die Risikoprämien etwa für Junk Bonds wie auch für Unternehmensanleihen insgesamt in Relation zu vermeintlich sicheren Staatsanleihen deutlich nach oben gegangen ist. Wenn wir uns jetzt mal das Geschehen gestern am Markt anschauen, sehen wir Most Shorted Stocks, also die meistgeschorteten Aktien, gibt es ja so einen Index von Goldman Sachs, 5% gestiegen. Es war also auch wesentlich ein Short Squeeze. Schauen wir uns mal an, vor allem Nasdaq 1,58%. Wir sehen den VIX minus 11% und typischer Risk-On-Day unten Consumer Staples, Real Estate, Utilities, defensive Sektoren, und ganz oben Energy, Consumer Discretionary, Financial. Das ist so ein typischer Risk-On-Day unter allerdings bescheidenen Umsätzen, dazu gleich mehr. Und jetzt haben wir in den letzten 7 Sitzungen hat der Finanzsektor in den USA
453 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren und die großen Tech-Aktien, also Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon und Nvidia, haben 440 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Umschichtung raus aus dem Finanzsektor rein in den Tech-Sektor. Warum? Weil man sozusagen denkt, die alte Welt kommt wieder, die Welt von 2019. Ja, die Fed muss die Zinsen senken, das ist gut für Tech-Unternehmen, also kaufen wir wieder Tech-Unternehmen und das wird nicht funktionieren. Wir haben etwa eine Tesla, die Tesla, die gestern fast 8% gestiegen ist, weil die Anleihen von Tesla nicht mehr Junk sind. Also man ist sozusagen so ein bisschen in die Familie aufgenommen worden, der Seriösen, durch eine Ratingagentur. Das hat dann Tesla maßgeblich beflügelt, aber wir sehen Google stark gestiegen, Amazon gestiegen, Meta. Also die Dickfische eben der Tech-Bereiche und jetzt vergleichen wir mal, QQQ ist das maßgebliche ETF auf den Nasdaq. Vergleichen wir mal eben den Nasdaq 100 und hier ja mit dieser Dominanz dieser so schwergewichteten Apples, Microsoft, so wie sie alle heißen, mit dem Equal Weight, also mit dem gleichgewichteten Index, wo jede Aktie gleichgewichtet ist und da sehen wir eine negative Divergenz. Das heißt, die großen Tech-Aktien sind es, die jetzt den Markt gezogen haben. Wenn wir uns den Nasdaq 100 mal auf Stunde anschauen, dann sehen wir, dass wir jetzt eine negative Divergenz ausbilden beim Nasdaq nach dieser Rallye, die ja passiert ist, obwohl gestern die Rendite wieder deutlich gestiegen sind für Staatsanleihen, weil man sich gesagt hat, naja, jetzt kommt doch das alte Programm der Notenbanken, wieder Kampf gegen die Inflation, higher for longer mit den Zinsen. Also rauf mit den Zinsen, rauf mit den Renditen, genauer gesagt, normalerweise nicht gut für Tech, widerspricht sich eigentlich. Gestern die Umsätze jetzt nicht wirklich miserabel insgesamt, aber man sieht doch, dass da an diesen letzten beiden Tagen, als es nach oben ging, die Volumina deutlich geringer sind als zuvor. Der S&P 500 respektive der SPY, maßgebliches ETF auf den S&P 500, jetzt aus dem Trendkanal herausgefallen gewesen, jetzt mit dem Versuch wieder reinzukommen, mal schauen, wie es geht. Jedenfalls, eins scheint klar zu sein, die Fed wird die Zinsen heute um 25 Basispunkte anheben. This is no time for surprises. In so nervösen Märkten kann die Fed jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal was anderes, denn die Wahrscheinlichkeit, die liegt derzeit bei inzwischen jetzt 86%. Das heißt, würde die Fed nicht die Zinsen anheben oder um 0,5 anheben oder gar senken, dann würde man die Märkte komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Das dürfte relativ ausgeschlossen sein. JP Morgan sagt, wir glauben, dass die Forward Guidance, also der Ausblick der Fed, praktisch diese Phase ongoing increases will be appropriate streichen wird. Also weitere Zinsanhebungen werden angemessen sein. Und das Ganze substituieren wird mit einer Sprache, die schon von Further Tightening spricht, also von weiterer geldpolitischer Straffung. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation für die Fed. Die Märkte gestern eben jetzt wieder umgeschaltet in dieses Thema Higher for Longer bei den Zinsen. Sogar jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass im Mai die Zinsen nochmal angehoben werden als zuvor. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal drei Empfehlungen. Erstens das Video von Andreas Beck selber. Die Krise ist schon vorbei bei Mario Lochner. Darum fällt die Finanzkrise aus. Unter dem Video verlinkt, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Was sagen Sie? Wie finden Sie die Argumentation von Andreas Beck? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung ist, die Zeit des passiven Investierens ist vorbei. Marc Friedrich mit einem, wie ich finde, sehr guten Gastbeitrag bei uns. Denn, das sagen auch sehr gute Leute wie Jim Bianco, es wird nicht mehr so sein in Zukunft, dass du stumpf ein ETF kaufst und alles ist gut, sondern da wird es eine Selektion geben, etwa im Tech-Bereich, in KI-Bereichen. Wenige werden überleben, viele gehen unter. Du musst das Glück haben, die Überlebenden in deinem Depot zu haben. Guter Gastbeitrag, unbedingt lesen. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, die hässlichen Wahrheiten über die Schweiz anhand des Credit Suisse Deals. Da nochmal eine genauere Analyse, was da eigentlich passiert ist in der Schweiz mit weitreichenden Folgewirkungen. Also drei Empfehlungen, heute Marktgeflüster früher, weil ja Fed um 19 Uhr, das bringen wir bei Finanzmarktwelt, wie auch dann 19:30 die Pressekonferenz. Davor wird das Video online sein, wo ich nochmal einen Ausblick auf die Fed-Sitzung gebe. Ich sage Servus und Ciao.